9 Uhr. Normalerweise sind Kinder jetzt in der Schule. In dieser Familie sind sie noch im Bett. Wenn sie zur Schule müssten, wären sie jetzt total gestresst. Mittags. Man erwartet, dass Kinder jetzt Hausaufgaben machen, statt im Wald zu spielen. Abends. Papa Louis, eigentlich Koch, übernimmt den Unterricht. Im Garten. Und unser Kamerateam wird bei einem Physikversuch plötzlich von oben bis unten besudelt. Ja, hier wird auch mal was riskiert in der Familie. Doch unser Reporter wird bei dieser Familie Dinge beobachten und hören, die er definitiv nicht mit Humor nehmen kann. Familie Rawnsley aus England hat sich für einen sehr außergewöhnlichen Erziehungsstil entschieden. Denn ihre 7 Kinder zwischen 1 und 13 dürfen, außer sich prügeln, alles. Damit machen sie jetzt Schlagzeilen und viele Eltern sind fassungslos, denn die 7 Kinder müssen nicht zur Schule. Sie dürfen so lange aufbleiben, wie sie wollen. Und essen, wann und was sie wollen. Ich bin neugierig darauf, die Familie Rawnsley kennenzulernen. Gleichzeitig bin ich aber auch skeptisch, ob dieses Modell so funktionieren kann. Familientherapeutin Marina Faupel soll uns dabei helfen, einzuschätzen, wie viel Freiheit Kindern gut tut und was es auslöst, wenn Grenzen fehlen. Ich habe ständig die Wahlmöglichkeit und ich kann jetzt hier machen, was ich will, erlebe ich eigentlich meistens so, dass es die Kinder total überfordert. Dieses nur nach Lust und Laune zu leben, begegnet uns im Leben später leider auch nicht. Unser 2-tägiger Besuch bei den Rawnsleys beginnt am Sonntagnachmittag. Aber es wäre ohnehin egal, ob Wochenende oder nicht. Schließlich geht keins der Kinder zur Schule. Mutter Gemma, eine Friseurin, und Vater Louis, ein Koch, unterrichten ihre Kinder zu Hause. In England ist das erlaubt. Die Eltern setzen auf die natürlichen Talente ihrer Kinder, erzählen sie uns. Der 12-jährige Finn setzt gerade seins um, als wir ankommen. Er kocht das Abendessen für die gesamte Familie. Das ist gut, dass sie Verantwortung übernehmen und eine Arbeitsmoral entwickeln. Sie sollen halt nicht den ganzen Tag einfach rumsitzen. Was machst du da? Ach, du räumst den Tiefkühlschrank leer. Blaubeeren. Tiefgefrorene Blaubeeren. Das, was wir hier gerade in dieser Interviewsituation erlebt haben, sagt sehr viel darüber aus, was wir zunächst außergewöhnlich oder positiv an der Familie Rawnsley finden. Der 5-jährige Hunter geht ohne zu fragen an den Tiefkühlschrank. Und hier rechts im Bild spült der 6-jährige Phoenix unaufgefordert und freiwillig ab. Das ist schon bemerkenswert. In anderen Familien würde doch ein 6-jähriger nie auf die Idee kommen, von sich aus zu spülen. Nun, er weiß, wenn er jetzt im Haushalt hilft, haben wir später mehr Zeit, um gemeinsam zu spielen. Nicht zur Schule gehen zu müssen, ist nicht die einzige Freiheit, die die Kinder in diesem Haus haben. Wir beobachten, dass die Rawnsley-Sprösslinge weit mehr dürfen als viele andere Mädchen und Jungen ihres Alters. Und bei deren Anblick vielen Eltern sicher ein Schauer über den Rücken läuft. Mit scharfen Messern hantieren. In der Küche der Große, im Wald der Kleine. Sich die Haare bunt färben und dem Papa sogar an den Haaren herumschnibbeln, wenn sie Spaß daran haben. Und für viele Eltern unvorstellbar, sie dürfen zu jeder Zeit PlayStation spielen, Tag und Nacht. Bei vielen Sachen sind wir sehr entspannt. Das ist uns egal. Aber es gibt doch ein paar Regeln, die uns wichtig sind. So wie, dass wir alle als Familie beim Essen zusammensitzen. Und sie sollen am Tisch Messer und Gabel benutzen und Manieren haben. Bestimmte Manieren scheinen in der Familie, im Gegensatz zur klassischen Schulbildung, sehr wichtig zu sein. Als der 6-jährige Phoenix um 21 Uhr das tut, was hier alle Kinder rund um die Uhr dürfen, essen, was sie wollen, ist er sehr aufmerksam und höflich. Er bietet unserem Reporter Nachtisch an. Möchten Sie was? Ich kann Ihnen was aus der Küche holen. Nein, danke. Wie fühlt sich das für dich an, dass du so lange aufbleiben kannst, wie du möchtest? Das ist schön. Weil Schulkinder, die kommen nach Hause, müssen Hausaufgaben machen, Abendessen und dann haben sie kaum noch Zeit zum Spielen oder Fernsehen gucken. Während die Älteren schon um 9 zu Bett gehen, bleiben die Kleinen länger auf. Es dauert bis 23 Uhr, bis alle Kinder im Bett liegen.
Da die Kinder nicht zur Schule gehen, haben sie den Luxus, länger schlafen zu können. Am nächsten Morgen weckt Gemma ihre Kinder um 8:30. Schulkinder sitzen da schon in der ersten Stunde. Wenn sie zur Schule gehen würden, dann wäre ich total gestresst, weil sie auf und fertig sein müssten. Ich kann verstehen, dass viele Eltern jeden Morgen völlig fertig sind, weil es schnell gehen muss und man die Kinder ja nicht zu früh aus dem Bett schmeißen kann. Und die Kinder entspannen weiter beim Frühstück. Dafür nimmt sich die Familie eine Stunde Zeit, bevor der Heimunterricht beginnt. Heute Vormittag soll der im Wald stattfinden. Baum- und Vogelkunde. 45 Minuten dauert es auch, bis die Familie zum Kurzunterricht im Wald angekommen ist. Hier fällt auf, dass der 6-jährige Phoenix mit einem Messer hantieren darf. Ich möchte halt nicht, dass sie Angst vor Messern haben. Sonst könnten sie ja nicht lernen, was man alles Sinnvolles damit machen kann. Insgesamt war die Familie jetzt 2 Stunden unterwegs, um zu lernen, was man mit Baumrinde alles machen kann. Grundschüler haben um 12.30 Uhr schon einen Schultag hinter sich. Man könnte meinen, sie haben doch jetzt schon den halben Tag verplempert. Also in den Wald zu gehen, ist auf keinen Fall Zeitverschwendung. Das ist Sportunterricht, Vitamin D von der Sonne, frische Luft und dabei auch noch ein bisschen Bildung. Also haben wir doch 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gemma ist Friseurin, hat einen fahrenden Salon. Louis besitzt eine Catering-Firma, kann sich die Zeit frei einteilen und beim Heimunterricht helfen. Aber warum schicken sie ihre Kinder nicht in die Schule? Sie haben die Chance, Kinder zu sein, die Kindheit zu genießen. Schule limitiert einen doch. Man lernt Fächer, 1 Stunde Geschichte, danach was anderes. Und das ist für das Kind doch Zeitverschwendung, weil sie das alles niemals wieder gebrauchen werden. Um 18.30 Uhr findet dann endlich Gemmas Heimunterricht in Chemie statt. Heute auf dem Lehrplan das Periodensystem der Elemente. Wir sind irritiert. Die Stunde besteht daraus, dass die Friseurin den Kindern den Wikipedia-Eintrag dazu vorliest. Das Periodensystem ist eine Möglichkeit, die Elemente aufzulisten. Mit 14 dürfen die Kinder übrigens für 2 Jahre eine Privatschule besuchen, wenn sie möchten, um die mittlere Reife zu machen. In England reichen da schon 2 Fächer. In Mathe und Englisch seien die Kinder dafür fit genug, meint Gemma. Das wollen wir überprüfen und stellen die Kinder vor eine Grammatikprüfung. Als englisches Kind sollte man wissen, was der Unterschied ist zwischen dem englischen da, die und deren. Da ist ein Kamerateam. Die sind aus Deutschland. Deren Kamera ist schwer. Die Atmosphäre plötzlich angespannt. Die 13-jährige Sky wirkt fast panisch. Ihre Mutter bittet sie, zu ihr zu kommen. Und tatsächlich kann die 13-jährige die Aufgabe ohne Hilfe ihrer Mutter nicht lösen. Also ich muss sagen, nach diesem kleinen Test, den wir da gemacht haben, bin ich... Ich weiß jetzt auch gar nicht, welches Wort ich benutzen soll. Ich glaube, es ist vielleicht sogar das Wort entsetzt. Weil der Test, den wir gemacht haben, ist etwas, was man eigentlich im 2. oder 3. Schuljahr lernt. Während unser Reporter das Bildungsniveau der Kinder bedenklich findet, sieht Erziehungsexpertin Marina Vaupel darin kein Problem. Im Gegenteil. Also es gibt ja auch eine Menge Untersuchungen, die zeigen, dass solche Kinder dann nachher in die Schule auch sehr wohl wieder integrierbar sind. Teilweise, manche sind sogar weiter als das, was die in der Schule gelernt haben. Ich finde das gar nicht egoistisch, ganz im Gegenteil. Ich finde das ganz großherzig, was die da machen. Also sie geben alle Energie in diese Familie rein. Das ist halt eben fantastisch fürs Selbstbewusstsein, was die Kinder da lernen. Aufmerksam, höflich und zufrieden. Diesen Eindruck machen die Kinder der Rounsleys auf jeden Fall. Und sie kriegen zu Hause ganz viel Liebe ab. Ich wünsche mir für meine Kinder einfach nur, dass sie ihr Leben lang glücklich sein werden und sich geliebt fühlen. Unsere Kinder sollen sich den Lebensstil aussuchen, der sie glücklich macht. Die Eltern haben das Glück, dass sie sich Arbeitszeit und Zeit für die Kinder selbst einteilen können. Anders wäre solch ein Familienmodell, für das sich in England 10.000 Familien entschieden haben, gar nicht möglich. Für uns war es spannend zu beobachten, was dieser Lebens- und Erziehungsstil mit sich bringt.